Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Wir Bündnisgrünen lehnen den Einsatz grüner Gentechnik ab. Das haben wir hier zum Ausdruck gebracht. Und auch wegen der Risiken, die für die biologische Vielfalt daraus sich generieren. Darauf will ich jetzt noch einmal ein wenig eingehen in Bezug auf die Glufosinatresistenz. Die biologische Vielfalt ist deswegen durch gentechnisch veränderte Pflanzen in Gefahr, denn diese Pflanzen bringen mit sich, dass dann Pflanzenschutzmittel, in diesem Fall jetzt Herbizide, also Pflanzengifte, verstärkt zur Anwendung kommen. Zum Beispiel ist die, um die es jetzt hier geht, die Maissorte 1507, Resistenz gegen den Wirkstoff Glufosinat. Dessen Anwendung unterliegt zwar in der EU strengen Beschränkungen und der Wirkstoff wird von der Wissenschaft als embryoschädigend eingestuft. Und in Deutschland ist die Anwendung zurzeit noch verboten, wir haben es bei Herrn Tack gerade gehört, aber keiner kann uns garantieren, dass das so bleibt. Schließlich wird die Kombination, die Kombipackung von Mais 1507 auf der einen Seite und Glufosinat auf der anderen Seite in den USA von der Firma DuPont Pioneer offensiv beworben. Jetzt kommt es aber, weil in der EU die Risikobewertungsbehörde EFSA davon ausgeht, dass die Glufosinat-Toleranz in der landwirtschaftlichen Praxis in der EU nicht genutzt wird, wurden in dem EU-Zulassungsverfahren mögliche Auswirkungen dieser Eigenschaft überhaupt gar nicht erst untersucht. Wir können also nicht, wie Kollege Schütt es gerade zum Ausdruck brachte, sagen, es sind keine Risiken bekannt. Also das ist mehr als blauäugig. Sie sind nicht bekannt, weil sie nicht untersucht wurden. Andererseits sind sie aber bekannt. In anderen Teilen der Welt sind sie bekannt. Hier in Europa hat die EFSA die Augen vor diesen Risiken komplett verschlossen zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist ein Skandal, meine Damen und Herren. Dann nochmal zu dem Faktor mit den Pollen. Herr Tack ist schon darauf eingegangen, dass das 300 Mal mehr Gift enthält als die bekannte MON 810 Maissorte. Mir liegen Zahlen vor, dass das sogar laut EFSA Aussagen 350 Mal mehr Gift im Pollen ist in der Mais 1507 Sorte, um die es jetzt hier geht. Und zwar ist dieses Gift ja nicht nur im Pollen, dieses Gift befindet sich in allen Pflanzenteilen, weil ja der Maiszünsler nicht angreifen soll. Die ganze Pflanze ist in sich einfach giftig für mindestens den Maiszünsler und vermutlich für zahlreiche andere Nicht-Zielorganismen, also andere Schmetterlinge, andere Insektenarten. Genau wegen dieser Argumentation ist ja der Anbau von MON 810 in Deutschland seit 2009 verboten. Aber diese Argumentationskette können wir für den jetzt zur Frage stehenden 1507 nicht aufbauen, da ja das Glufosinatrisiko nicht untersucht wurde, weil es von den Agrarfirmen gar nicht erst beantragt wurde. Also das ist ein ganz übler Bumerang, der da auf uns zukommt. Deswegen nochmal, diese Argumentation fehlte bislang. Wir Bündnisgrünen fordern mit unserem Antrag ein nationales Anbauverbot, gleichwohl wir genau wissen, dass dieser Weg rechtlich ganz schwer durchsetzbar sein wird. Die erwähnten Handelsverträge mit der WTO hindern uns daran, hier frei Ja oder Nein sagen zu können. Wir brauchen jetzt eine ganz klare Linie auch innerhalb der EU gegen gentechnisch veränderte Pflanzen. CDU und SPD müssen dringend ihren Eiertanz beenden und mit einheitlicher Stimme gegen die schleichende Invasion der grünen Gentechnik in der EU auftreten. Mit dem geplanten transatlantischen Freihandelsabkommen droht neues Ungemach, denn die strengen EU-Regeln zum Ausschluss von Gentechnik in Lebensmitteln sind mit diesem Abkommen in Gefahr. Deshalb gilt es, dieses TTIP, dieses Freihandelsabkommen mit ganzer Kraft zu verhindern. Meine Damen und Herren, wir Bündnisgrün begrüßen alle drei hier eingebrachten Anträge. Wir befürworten auch die Überweisung in die zwei genannten Ausschüsse. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.